bei uns Professor Dr. Peter Farago vom FORS, dem Kompetenzzentrum Sozialwissenschaften. Herr Farago, die Bühne ist Ihnen. Ja, danke schön. Ja, vielen Dank auch für die Einladung und die Möglichkeit, hier etwas über offene Forschungsdaten zu sagen. Das ist natürlich jetzt eine Herausforderung, eine doppelte Herausforderung. Nach diesem Feature über Hackdays und kurz vor dem Mittagessen Ihre Aufmerksamkeit noch einmal auf ein relativ trockenes Thema zu wenden. Und die gute Nachricht dabei ist, ist visuell weniger anstrengend. Das Tempo ist auch ein bisschen kleiner, also Sie können sich schon mal langsam in Richtung Mittagessen entspannen, ohne hoffentlich Ihre Aufmerksamkeit zu verlieren. Wo ist denn da? Ah, da. Gut. Also, es ist nicht ganz so, aha, das ist die Plattformneutralität von Microsoft-Programmen. Ich habe das auf einem Mac gemacht mit PowerPoint und das ist jetzt das, was unter OS herauskommt dabei. Na gut. Ich werde eigentlich nicht so sehr das Projekt vorstellen, weil das ist ja nachher das Thema im Workshop, sondern ich werde eher darüber sprechen, was offene Daten für die Forschung bedeuten. Und dabei muss ich gleich auch sagen, es gibt ja niemanden, der kompetent über die Forschung sprechen kann, weil natürlich die Differenzen zwischen Disziplinen und Disziplinfamilien riesig groß sind. Und ich ziehe es vor, über etwas zu sprechen, wo ich mich auch kompetent fühle und was mein Alltag ist. Und das ist dann in den Sozialwissenschaften. Ich bin Sozialwissenschaftler und ich leite eine sozialwissenschaftliche Infrastruktureinrichtung. Also werde ich mich darauf konzentrieren. Aber wie Sie wissen, haben die Wissenschaftler immer zunächst mal das Bedürfnis zu sagen, über was sie eigentlich sprechen wollen. Definitionen zu bringen. Ich mache das kurz. Wichtig ist mir hier, dass Forschung etwas mit Theorie zu tun hat und Theorie geleitet sein soll. Ich werde darauf noch zurückkommen. Was Daten sind, wichtig ist, und das ist heute Vormittag noch nicht so richtig zum Ausdruck gekommen, es gibt Forschungsdaten, also Daten über Objekte oder Prozesse oder Verfahren und es gibt Daten, die diese Daten beschreiben und die nennen wir dann Metadaten. Der Unterschied ist extrem wichtig, sobald wir über Daten sprechen, die sich auf Personen und auf Individuen beziehen. Auch darauf werde ich dann noch zurückkommen. Offen, das ist jetzt schon mehrfach gesagt worden, da brauche ich nicht weiter dazu zu sagen. Vielleicht der letzte Punkt ist auch noch nicht so erwähnt worden. Mir nützt ein Datensatz überhaupt nichts, wenn ich ihn nicht finde und wenn ich ihn nicht wiederfinde. Also müssen offene Daten auch identifizierbar und referenziert sein. Das ist leichter gesagt als getan. Jetzt gibt es Daten über unterschiedliche Objekte, ich habe das schon mal gesagt, es gibt Daten über physikalische Objekte, es gibt Daten über botanische Objekte, es gibt Daten über Tiere. In den Sozialwissenschaften beschäftigen wir uns weder mit Atomen, noch mit Blumen, noch mit Mäusen, sondern mit Menschen. Daten über Menschen, seien das jetzt Daten über Individuen oder seien das Daten über Gruppen, oder seien das Daten über Massen? Übrigens, der Herr da, der da auf den Schultern von Douglas Fairbanks balanciert, das ist Charlie Chaplin. Jetzt kennen wir in den Sozialwissenschaften verschiedene Arten von Daten. Meistens heute Morgen war die Rede von Daten, die wir Makrodaten nennen würden. Makrodaten sind aggregierte Daten, sei das Bruttoinlandprodukt, Wanderungssaldo, Pendlerströme, was auch immer. Mikrodaten sind Daten, die sich auf Personen beziehen, auf Individuen beziehen. Und das ist eine völlig andere Dimension. Es gibt quantitative und qualitative Daten. Wir haben hier dieses Feature. Wollte man das jetzt sozusagen
analysieren in Bezug auf die Interaktionen, die stattfinden. Das wären jetzt qualitative Daten, audiovisuelle Daten, quantitative Daten. Klar, das sind Zahlen, die kommen dann meistens in unseren Bereichen aus Befragungen. Es ist auch wichtig zu sehen, dass wir zwar Daten erheben, wir können aber auch administrativ produzierte Daten benutzen. Denken Sie an Einwohnerregister, denken Sie an Sozialversicherungsdaten, ähnliche Dinge. Und ein Unterschied, auf den ich dann auch noch mal schnell zurückkommen werde, sind wissenschaftlich produzierte Daten und kommerziell produzierte Daten. Ich werte nicht, ich mache einfach den Unterschied. Jetzt, damit wir von offenen Daten reden können, braucht es ein paar Voraussetzungen. Daten müssen dokumentiert und beschrieben sein. Wir kennen diverse Standards dafür. Der häufigste ist der Standard, der von der Data Documentation Initiative erstellt wurde, die DDI. Ich habe schon gesagt, die Daten müssen eindeutig identifizierbar sein, und zwar über alles hinweg. Das heißt, ein Identifikator wie das Digital Object Identifier, es gibt unterschiedliche, das ist dann ein Bandwurm von Zahlen meistens. Und ich brauche nur die Zahlen, und egal wo die Daten sitzen physisch, ich werde sie finden. Und ich werde immer den gleichen Datensatz finden, das ist entscheidend. Fernzugriff ist eine Wortschöpfung von mir, das heißt auch Remote Access. Ist ein ganz heißes Thema in unterschiedlichen Kontexten, da könnte man allein schon einen halben Tag damit füllen. Es gibt vor allem in der öffentlichen Statistik die Tendenz, den Zugriff zu den Daten nur zu erlauben, wenn man ins Amt kommt, in ein Kämmerchen sich hineinbegibt und dort ein Terminal zur Verfügung gestellt bekommt, das eigentlich fast nichts kann, außer ein paar Tabellen zu produzieren, die man dann vielleicht auch nicht ausdrucken darf. Das wäre das Gegenteil von Remote Access. Qualitätssicherung, ein Riesengebiet, wenn ich Daten erhebe, wenn ich Daten sammle, wenn ich Daten dokumentiere, was sind gute Daten, was sind schlechte Daten. Wir möchten natürlich nur gute Daten sammeln, aber was bedeutet das? Darüber müssen wir wissen. Die Instrumente, die kennen Sie das meiste, da sage ich wenig darüber, aber die ersten zwei Punkte sind ganz wichtig. Datenverzeichnisse können aufwendig gemacht und betrieben werden, archivmäßig. Sie können aber auch einfach sein, ein Repository, wo diejenigen Leute, die die Daten erhoben haben, diese auch einfach deponieren. Und dann warten die Daten darauf, dass jemand sie benutzt. Der zweite Punkt ist natürlich ein ganz wichtiger, und das Referat von Frau Bürgi-Schmelz hat mich dann darauf gebracht, dass natürlich die Publikation öffentlich finanzierter Datenbestände auch etwas damit zu tun hat, ob und wie viel Gebühren erhoben werden. Für uns sind natürlich Daten der öffentlichen Statistik von besonderem Interesse. Und leider ist es noch heute so, dass das Bundesamt für Statistik ganz erhebliche Gebühren verlangt, wenn man dort Daten beziehen möchte, im vierstelligen Bereich. Das Amt ist an der Arbeit, seit etwa 10 oder 15 Jahren seine Gebührenpolitik zu überarbeiten. Das ist eine gute Nachricht, und wir erwarten mit Spannung, was dann dabei herauskommt. Interessanter sind natürlich die Fragen. Es gibt ja keine Probleme heute, es gibt Herausforderungen. Also habe ich da Herausforderungen hingeschrieben. Daten- und Persönlichkeitsschutz. Wenn wir über Daten reden, die über Individuen etwas sagen, das können Daten aus psychologischen oder gruppendynamischen Experimenten sein, das können auch Befragungsdaten sein, dann sollten die für den allgemeinen Gebrauch so weit anonymisiert werden, dass das betreffende Individuum nicht identifiziert werden kann. Da kann man die Ansprüche unterschiedlich hochschrauben. Das Problem ist, je stärker anonymisiert, desto weniger brauchbar für wissenschaftliche Zwecke.
Ein konkretes Beispiel kann ich Ihnen sagen. Selbstverständlich Namen, Adressen und so weiter, die sind sowieso alle weg. Wir geben die Postleitzahl des Wohnortes nur unter bestimmten Bedingungen frei in unseren Datensätzen. Weil nämlich mit der Postleitzahl in Kombination mit diversen persönlichen Eigenschaften man eine Person unter Umständen identifizieren kann. Ich war die alleinerziehende Mutter von 35 Jahren, die Software entwickelt, die findet man nicht, aber wenn man weiß, dass sie in Buschlaf wohnt, dann findet man sie. Das ist die Postleitzahl. Also andererseits benötigen wir solche Informationen, wenn wir raumbezogene Analysen machen wollen. Also das ist ein Spannungsfeld. Ein zweites Spannungsfeld sind die Sperrfristen. Die werden manchmal guten Willens gebraucht. Es geht dann meistens um Dissertationen. Daten, die für Dissertation, sagt man, ja, also zuerst muss die Dissertation publiziert werden, bevor jemand anders diese Daten benutzen kann. Manchmal wird dann aber die Geduld der Interessenten etwas strapaziert. Die Daten, die wir erheben, stellen wir sofort zur Verfügung, sobald sie brauchbar sind und dokumentiert sind. Das ist selbstverständlich, dass wir keine Monopole erheben. Übrigens zum Beispiel das Bundesamt für Statistik macht das genau gleich. Dann Replikation in den Naturwissenschaften völlig gang und gäbe. In den Sozialwissenschaften nach wie vor sehr selten gemacht. Ergebnisse zu replizieren ist ein Grunderfordernis wissenschaftlicher Analyse, ist aber bei uns in der Kultur nicht so verankert, weil man findet, das ist langweilig, wissenschaftlich interessant ist nur was neu ist und innovativ. Übrigens ist das auch nur das, was zum Beispiel der Nationalfonds finanziert. Etwas in die gleiche Richtung geht die Sache mit den Sekundäranalysen. Die Benutzung bestehender Daten ist noch wenig entwickelt in unseren Fächern. Wir haben Datenberge, das ist so. Und dennoch gibt es nach wie vor viele Forschende, die ihre Energie darin stecken, selber Daten zu erheben. Was nicht immer gut herauskommt, aber es sind dann ihre eigenen Daten. Das ist wenig zielführend. Und dann das Thema der Datenüberflutung. Es gibt mittlerweile kein internationales Magazin, das nicht mindestens einmal eine Titelgeschichte zu Data Deluge gemacht hat. Und da kommt dann stets das Thema von Big Data hinein, die Nützlichkeit oder wenig Nützlichkeit von diesen Daten. Das sind in aller Regel kommerziell produzierte Daten, meistens privatwirtschaftlich produzierte Daten. Es gibt also schon mal Probleme des Zugangs. Und hier ist dann die Frage, wie nützlich sind diese für Erkenntniszwecke? Was meistens gemacht wird, man sucht Zusammenhänge, Korrelationen, und sie finden immer Korrelationen, wenn sie viele Daten haben. Das ist schlicht einfach ein mathematischer Vorgang. Sie finden, in Deutschland ist auch schon eine Korrelation gefunden worden zwischen dem Auftauchen der Störche und der Zahl der Geburten. Das ist wahrscheinlich empirisch erhärtet. Der Punkt ist einfach, erstens, eine Korrelation ist keine Kausalität. Zweitens wüsste man auch nicht, in welche Richtung die Kausalität geht. Werden Kinder geboren, weil die Störche kommen? Oder kommen die Störche, weil Kinder geboren? Drittens hat das mit Sicherheit nichts miteinander zu tun, könnte aber etwas zu tun haben mit jahreszeitlich gebundenem Reproduktionsverhalten des Menschen. Weiß nicht, wahrscheinlich haben die Ethnologen dazu gearbeitet. Was ich einfach sagen will, wenn man nicht weiß, wonach man sucht, und das ist das theoriegeleitet. Wenn man nicht weiß, wonach man sucht, dann verliert man sich in den Datenmengen.
Also ich bin durchaus der Meinung, dass wir solche Daten von Facebook oder Twitter oder auch von Kundendaten, Informationen, was auch immer, prüfen sollten, ob wir sie brauchen können. Aber ich bin nicht der Meinung, dass solche Daten, wissenschaftlich erhobene Daten, ersetzen und dass sie sehr viel beitragen für sozialwissenschaftliche Analysen. Jedenfalls nicht, wenn man einfach Datenmining betreibt. So, jetzt gibt es ein paar Zugänge, die bestehen. Es gibt ein Netzwerk von sozialwissenschaftlichen Datenservices mit dieser Adresse hier. Da können Sie, wenn Sie das interessiert, können Sie etwas sehen, wie weit wir sind mit der Entwicklung von Zugängen zu Daten. Es gibt ein Proposal im aktuell laufenden Forschungsrahmenprogramm der EU, das dazu führen wird, sofern es Erfolg hat, und dafür spricht vieles, das dazu führen wird, dass hier ganz neue Technologien des Zugangs zu den Daten entwickelt werden. Es gibt eben das Open Research Data Portal, dazu werden wir heute Nachmittag mehr hören, das sich selbstverständlich nicht auf Sozialwissenschaften beschränken wird. Es gibt unser eigenes Portal, das den Zugang zu unseren Datensätzen eröffnet. Und es gibt unser Online-Portal, bei dem Sie interaktiv mit den Daten arbeiten können, bis zu einem gewissen Komplexitätsgrad. Also irgendwelche multidimensionalen Skalierungen und Strukturgleichungsmodelle können Sie da nicht rechnen online. Aber Häufigkeiten und Kreuztabellen sehr wohl. Und das lohnt sich, das mal auszuprobieren für diejenigen, die sich dafür interessieren. Es sind darin die bei uns am meisten verlangten Datensätze und die sind fast alle international komparativ. Das wäre es. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus